Ja, so hallo, da sind wir wieder im nächsten Part. Wir sind jetzt im Part 13 und wir haben uns jetzt hier auf dieser weiten Ebene verschanzt. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Nacht über hier bleiben und einfach hier ein bisschen Licht ranmachen, damit man praktisch sieht, wo, wann, was, warum kommt. Na, warum sieht man selbst nicht? Aber ja, wir können es einfach mal ausprobieren. Was haben wir denn da? Was bräuchten wir eigentlich? Wir bräuchten eigentlich ein paar Skelette, die natürlich aber auch relativ blöd zu bekommen sind, weil sie mit Pfeilen schießen. Da unten haben wir eins. Und ein paar andere Monster. Ja, also, ich bin jetzt eher zurückhaltend, was das angeht. Und stürme jetzt nicht sofort los. Ich meine, okay, wir haben halt unser ganzes Essen dabei. Ist jetzt ein bisschen blöd, wenn wir da sterben. Aber so dramatisch wäre das auch nicht. Versuche jetzt einfach mal irgendwas zu finden. Da hinten eine Spinne zum Beispiel. Naja, fangen wir halt mal mit der Spinne da an. Angriff. Angriff der Klonkrieger. Angriff der Drachenauges. Nee. Die Kuh. Ja, Kuh, ne? Du beschützt uns. So, was haben wir denn dann sonst noch? Da hinten haben wir ein Skelett, da habe ich aber keine Lust drüber zu schwimmen. Da haben wir zwei Spinnen. Was haben wir auf der Seite? Der Kram ist wieder despawned. Schwierig, schwierig. Gehen wir halt mal wieder rüber zu den Spinnen. Wow. Okay, und sie haben uns beide gesehen. Was nicht sehr vorteilhaft ist. Aber. Attacke! So, haben wir das auch geklärt. Was gibt's denn dann sonst noch hier? Da hinten sind. Ach, da ist ein Skelett. Vielleicht werden wir uns anpirschen von hin. Autsch. Und ja, zwei Knochen. Das ist doch so mal sehr schön. Mit den zwei Knochen, dann warten wir jetzt einfach mal, bis wir wieder unsere Lebensenergie haben und wieder ganz wir selbst sind. Das Herz voll mit Essen. Nein. Aber mal gucken, was haben wir da unten? Ein Zombie. Das Blöde ist halt, ich möchte ungern gegen irgendwas kämpfen, wo dann plötzlich von hinten so ein schönes Zischen kommt und wir dann. So, den haben wir weg. Was haben wir denn da hinten? Ach, da haben wir einen Zombie. Da unten haben wir noch einen Creeper-Mann. So. Dann ist das auch frei. Was haben wir denn dann noch? Also ehrlich gesagt hätte ich lieber einen Bogen und würde das als Fernkämpfer regeln, aber so muss es eben auch gehen. Zack, 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 auf zum nächsten Skelett. Ja.
Ja, und da muss man natürlich immer darauf achten, dass wir noch genügend Essen haben. Dann gehen wir halt mal wieder auf die Seite. Ja. Na komm, ein kleiner Zomp. Zomp. Okay, ich bin jetzt vielleicht jetzt nicht so der Profi, der dann da mit irgendwie gezielten Schlägen irgendwelche Treffer austeilt. Ich schlage einfach wild hüpfend drauf ein und hoffe einfach, dass ich treffe und nicht allzu viel Schaden kriege. Irgendwie verwirren mich diese Kühe so ein bisschen, aber naja. Da hinten ist ein Enderman. Der muss jetzt nicht unbedingt sein, auch wenn ich die Enderperlen vielleicht einfach mal brauche, wenn wir mal ein End wollen, aber das muss ja jetzt noch nicht so ganz am Anfang sein. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit jetzt einfach mal, um hier so ein bisschen, ja, ein bisschen Samenzeugs zu sammeln, damit wir uns da später eine ordentliche Farm draus machen können. Weil so ein bisschen Brot ist eigentlich immer ganz schön. Da hinten war doch, da war doch ebenso noch da, genau, da ist dieser halb vergammelte. Was hat denn der da eigentlich um? Irgendwie so. Ach so, das soll Blut sein. Okay, ich habe jetzt irgendwie eher so an so ein Pfadfindertuch da gedacht, aber oha. Na, viel Spaß, drei Skelette. Das wird ja witzig. Gut. Au. Ich muss sagen, die sind richtig gut texturiert. Da kommt noch einer. Und der ist dann, finde ich, richtig explodiert. Der war wohl eher freundlich. Wenn sowas überhaupt freundlich sein kann. Zack. Ausgewichen, zack, ausgewichen, zack, ausgewichen, zack, wieder ausgewichen. Jetzt voll kann er nach vorne. Autsch, fuck. Das Schwert ist im Arsch. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass da hinten die Skelette. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ich würde ganz gerne was essen. Hammer. Wo sind sie denn? Da hinten sind sie. Die alten Knochensäcke. Wenn man vielleicht nur einen erstmal. Erstmal nur einen? Ja, den nehmen wir schön hier mal als Schild. Ja, mit dem Eisenschwert wäre das Ganze natürlich ein bisschen besser gelaufen, weil wir nämlich dann einfach, na, genau, weil wir da einfach mehr Schaden ausgeteilt hätten, aber ich denke, so geht das eigentlich. Oh, nein, den wollen wir nicht haben. Nein. Er teleportiert sich hinterher. Böses Enderman. Ganz böses Enderman. So, jetzt sollte der größte Teil hier eigentlich sicher sein. Vielleicht soll ich den ganzen Graben nicht unbedingt mit der. Der teleportiert sich die ganze Zeit hinterher. Ich will nicht. Naja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier gerade nochmal schnell unsere Kürbisse mit. Zack. 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 Und dann gehe ich, ich weiß gar nicht, ob das in dem Part überhaupt noch passt. Ey, da hinten ist ein. Da hinten ist, glaube ich, ein Nadelwald. Und hier ist ein Pilz. Ein roter Pilz ist hier. Ganz recht. Ja, da machen wir hier mal ein bisschen Licht hin. Ich brauche doch nur ein bisschen Eisen.
Okay, hier ist wieder nichts. Das könnten wir natürlich rein theoretisch mitnehmen. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Und dann schnappe ich mir nochmal das Schwert. Ah, ein bisschen verrottetes Fleisch. Das ist ganz praktisch, wenn wir dann später ein paar Hundis vielleicht finden. Autsch, das hat wehgetan. Marshalls Fußgelenk verstaucht. Und ja, da oben haben wir wieder Kohle. Da hinten haben wir Kohle. Irgendwie seit einiger Zeit habe ich immer das Gefühl, wenn ich schwimme, schwimmt mir jemand hinterher. Also das ist jetzt nicht, das ist irgendwie seit einem Update, ich weiß es gar nicht. Es kommt irgendwie von diesen Schwimmgeräuschen. Ich habe immer das Gefühl, dieses blub blub, dass mir da jemand hinterherläuft. Aber naja, da geht's ja auch jetzt schön runter. Und ja, wir haben Eisen gefunden. Man glaubt's kaum, man glaubt's kaum. Und ganze 3 Stück. Nee, 4 sogar. 5, ach Gott, ist ja viel zu viel. Können wir gar nicht alles tragen. Ja. Ach, 6, das ist ja... Boah. Also, mehr habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet oder so. Und da ist wieder ein freundliches Skelett. Autsch. Nein, anscheinend kein freundliches Skelett. Ich sehe jetzt dummerweise gerade nicht so gut, weil es mir alles ein bisschen dunkel ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nichts so schnell kommt. Wir jetzt hier einfach mal in Ruhe unser Eisen abbauen können. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine längere Folge. Aber ich wollte hier einfach nur noch schnell das Eisen nehmen und ja, dann eigentlich diesen Part mitten im, na, wie sagt man, mitten drin eben beenden. Mitten im Tag, genau. Das wäre nämlich halt dann nächsten Tag natürlich. Ach, 15:01 ist schon ganz gut. Gehen wir mal hier raus. Dann würde ich mich jetzt mal auf den Weg nach Hause machen und im nächsten Part machen wir dann praktisch die andere Hälfte vom Tag und ja, halt dann noch den anderen Tag fertig. Ich muss jetzt einfach mal gucken, ich hoffe, das wird jetzt nicht über 15 Minuten, weil es ja sonst etwas schwierig wird beim Hochladen, beziehungsweise glaube ich nicht möglich ist, als außer wenn man Partner ist, und da ich ja kein Partner bin, wird das natürlich alles etwas schwierig. Ja, ich würde sagen, genau, das wollte ich auch schon mal gesagt haben. Ja, im nächsten Part, denke ich, machen wir dann mal... Ja, was machen wir da? Vielleicht machen wir uns eine selbst angelegte Mine. Wobei, das könnte ich eigentlich einfach mal da lassen, falls ich hier mal herkomme und was bauen will. Ja, im nächsten Part machen wir dann eine selbst angelegte Mine bei uns wieder. Da gehe ich nämlich wieder zurück in den Dschungel. Brauche ich erstmal ein Part, um den ganzen Kram wieder zu finden, aber das passt schon. Und ja, dann können wir jetzt auch Eisen, können wir uns Eisensachen machen, Eisenschwert vor allem, Eisenpickaxe und denke ich mal einen Eimer, damit wir eine ordentliche Farm mal anlegen können. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und ciao, bis zum nächsten Mal.